Die Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 ist eine stürmische Nacht. Eine, die auch 87 Jahre später noch für Entsetzen und Schaudern sorgt. Als sie zu Ende geht, sind 6 Menschen tot, grausam umgebracht. Hinter dem sogenannten Hexenholz stand der Bauernhof hinter Kaifek. Hier schlägt der Mörder zu. Der Fall ist bis heute ungeklärt und die Geschichte spukt noch immer in den Köpfen der Menschen. Kinofilme, Theaterstücke und der Bestseller Tannöd erzählen von dieser Bluttat. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom LS19 auf der Hinterkaifeck in unserem Retro-Let's Play. Ja, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen undankbare Aufgaben erledigt. Und heute geht es direkt weiter. Und zwar gehen wir hier mit dem IHC auf eine weitere Mission. Ja. Wir haben ein bisschen was zu tun, um Geld einzubringen. Deswegen haben wir noch hier und da ein paar Missionen am Start, die wir machen müssen. Aber ihr seht es auf der Tankanzeige, da geht nichts, bevor wir nicht noch getankt haben. Es sieht recht runtergekommen aus. Es war auf jeden Fall, ja, das hat Material gekostet, das große Feld da zu bearbeiten. Huiuiuiui. So, es liegt Gott sei Dank alles auf dem Weg. Hier in Hohenbrunn haben wir ja direkt die Tankstelle beim Händler. So, tanken geht ratzfatz. Mal gucken, was kostet. 64 Euro. Wird wahrscheinlich aber auch nicht so viel reingegangen sein. Ja, wir sind wie immer noch in derselben Aufnahmesession. Deswegen kann ich wie immer nicht auf eure Fragen, Antworten, Anregungen, blablabla eingehen. Heißt also, werden wir wie immer nach und nach abarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass heute eventuell schon der erste große Schritt in eine neue Ära beginnt. Aber jetzt tun wir erstmal das Ganze organisieren, was noch offen ist, was wir tun müssen, bevor wir dann hier die nächsten Schritte einleiten. So, ich muss mal meine Karte wieder zur Hand nehmen. Feld 26, das ist genau das, worauf wir zusteuern. Auch wieder ein Riesenfeld für so einen kleinen IHC. Ich bin gespannt, wie gut der Helfer durchkommt. Schöne Unebenheiten drin. Das macht der Bernie schon gut. Kann man sagen, was man will, das macht er schon. Das ist eine richtig feine Map. So. Ich lasse den jetzt einfach mal so die Bahnen fahren direkt. Das kann mir im ersten Moment mal egal sein, was er hier tut und unternimmt, ne? Jo, der kann sich mal hier austoben, während wir einen Abstecher machen. Und zwar wollte ich hier hoch auf das Feld 17 noch schauen. Da haben wir eigentlich Mais. Eigentlich. Und zwar muss es irgendwo hier oben sein. Und da haben wir Unkraut drin. Jetzt ist na klar die Frage. Ich glaube, in dem erntereifen Stadium bringt es nichts mehr, ne? Mais abzuspritzen, also das Unkraut. Ich meine nicht. Jetzt ist nur die Frage. Wir brauchen ja eigentlich einen Feldhäcksler. Gab es zu der Zeit einen Feldhäcksler? Ich glaube schon, ne? Aber in einer anderen Form. Feldhäcksler. Genau, sowas, ne? Was haben wir sonst noch? Oh, hier haben wir noch ein Mengele. Jo, ich denke, das wird unser gutes Stück sein. Ja, das wird auch spannend, oder? Mit einer Schneide, wie viel hat die vorne? Da ist da schon ein bisschen mehr, ne?
Ich bin nur gerade am Überlegen, an welchen wir das hinpacken. Pass auf, Freunde, dann machen wir es so: Wir nehmen den Pöttinger. Nicht genügend Geld, war klar. Und wir gehen jetzt diesen Schritt in eine neue Richtung. Dann machen wir das nämlich so: Wir verabschieden uns. Ich habe mir den nämlich schon hergerichtet. Wir verabschieden uns von dem guten John Deere. Ja. Wir machen noch ein kleines Abschiedsbild. Er hat seine Dienste vollbracht. Er wird der erste Kandidat sein, der unseren Hof verlässt. Wir haben ja noch den IHC und den Renault 18094 oder 90, ich weiß nicht gerade. Mal schauen, was er bringt. Ich gehe mal davon aus, er wird vielleicht noch 20.000 bringen. Heute bringt er mehr, ja. Aber zur damaligen Zeit wahrscheinlich nicht ganz so viel. So. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr zerrupft mich nicht. Ja. Guckt das mal an. 10.000. 10.000 Euro haben wir verdient. Wow. Ja gut, wir investieren in die Zukunft, ne? Nehmen wir mal 100.000 auf. Wir wollen einmal einen neuen Traktor. Wir sind immer noch, finde ich, in der Kompaktregion, auf jeden Fall. Die Fans sind mir noch zu neu. Ich habe mir schon einen angeguckt, was ich sagen würde, ja, das könnte eigentlich passen. Und zwar war das nämlich der IHC. Das wäre so, würde ich sagen, die nächste Stufe. Na, kaufen. 18.000. Dann nehmen wir noch diesen Maishäcksler mit. So, und jetzt muss ich aber noch, bevor wir hier wegfahren, schauen, ob wir einen passenden Anhänger haben, um das ganze Zeug einzusammeln. Kann ich das da? Rein theoretisch müsste das, glaube ich, gehen, ne? Testen wir. Testen wir einfach, ob das so funktioniert, wie es soll. So, ich habe euch ja schon mal erwähnt, ich habe die VCA-Mod drin. Die müsst ihr bei jedem Schlepper so neu einrichten, wie ihr wollt. Das speichert es dann ab. Na, das darf ja jedem selbst überlassen bleiben. Aber ihr müsst es halt jedes Mal neu machen, wenn ihr... Jo, jetzt sehe ich gerade, wenn ihr einen neuen Schlepper kauft, sehe ich gerade, ich dussel. Das funktioniert ja so gar nicht, oder? Der hat ja kein, na, sag's mir. Die brauchen es alle. Gut. Tut alles keinen Abbruch. Tut alles keinen Abbruch, weil der hier sollte funktionieren. Wir begrüßen trotzdem den neuen am Hof. Es war trotzdem der richtige Schritt. Jetzt reden wir es uns einfach schön, ja? Wir nehmen hier oben den Anhänger noch mit. Hat er eine Front? Geht es dann? Ich weiß nicht. Ich muss gerade testen, ob ich dann an dem Maishäcksler überhaupt einen Anhänger direkt anhängen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr wisst wahrscheinlich schon wieder die Lösung. Ich muss es mal wieder testen.
kurz fokussieren, dass ich hier ordentlich rauskomme. Sieht schon mal gut aus. So, jetzt ist dann klar die Frage, wenn wir jetzt diesen Maishäcksler direkt hinten an die Zapfwelle ranmachen, ob ich an diesen Maishäcksler noch einen Anhänger hinkriege. Den, wo wir jetzt da haben, der ist viel vorne dran. Es ist mir bewusst. Ihr könnt eure Sätze, die ihr gerade wahrscheinlich geschrieben habt, direkt wieder löschen. Ich bin nur am Überlegen, ob wir dann den Mengele nehmen, weil den kann ich hinten ran machen. Und dann müssen wir schauen, ob wir eventuell da dann anschließend den Anhänger hinhängen können. Drücken wir uns mal schön dazwischen, zwischen die zwei Fahrzeuge. Das ist immer so ein Knackpunkt in einem Let's Play, wo ihr na klar die Lösung wisst, weil ihr es testen könnt. Ich habe jetzt im Endeffekt die Wahl, komm, ich kaufe das Zeug gleich und gehe dann auf den Acker. Aber ich nehme euch da halt schon gerne mit zu dem ganzen Thema auch einkaufen. Wie entscheide ich falsch? So. Also, schauen wir uns das Ganze an. Der würde jetzt hinten hinkommen. Vorne heißt auf jeden Fall, ist nicht. Na, Zapfwelle, keine Zapfwelle. Wir können noch eins gucken, ob ich den eventuell konfigurieren könnte, was ich jetzt nicht glaube, dass der vorne dran eine Zapfwelle hat. Ansonsten wäre das eigentlich die endgültige Lösung. Konfigurieren. GPS. Frontladerbau, Motorausführung, Herstellerreifen, war klar. Gut, bedeutet also für uns, wir können dieses verkaufen. Wir kaufen uns die Mengele. Weil ich hier rein theoretisch, toi toi toi, den Anhänger hinpacken kann. Probieren geht über Studieren. Ich weiß es aktuell nicht besser. Tun wir den mal noch ein bisschen auf die Seite. Ja, heute alles ein bisschen chaotisch. Wieder organisieren hier, organisieren da. Gott sei Dank hat sich der Giants Helfer noch nicht gemeldet. Es scheint erstmal ruhig zu laufen. Gucken wir mal, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten haben wir echt ein kleines Problem. Das passt soweit schon mal. Nächster Versuch. Weil der braucht eigentlich eine Zapfwelle. Rein theoretisch braucht der eine Zapfwelle. Die Frage ist nur, funktioniert der auch ohne? Weil ich will ja nichts vom Boden an sich aufsammeln, ne? Ja, okay. Gut, reicht mir so. Wenn das so funktioniert, schauen wir mal. Wir haben jetzt, glaube ich, 21.300 Liter Volumen. Das sollte reichen für das Feld. Eine andere Variante, um jetzt nicht direkt auf Feldhäcksler zu gehen, wüsste ich aktuell nicht. Habe ich aber das nächste Problem. Himmelarsch und Zwirn, jetzt fällt mir gerade wieder was ein. Die brauchen Mais, ne? Und nicht Häckselgut. Das heißt, wir brauchen einen Maispflücker. Ja, leck mal am Arsch.
Fortschritt. Das war wieder eine Investiererei hier. Eigentlich für die Katz, ne? Alles für die Katz. Ja. Ich bin gerade mit mir selber beschäftigt, Mann. Ich kann kein... Ich will jetzt eigentlich die Kurve kriegen und, naja, Silage oder ähnliches machen. Raps, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Kartoffeln, Weizen, Gerste, Mais. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Die wollen halt nur Mais an sich, ne? Hups. Gut, bedeutet Fortschritt. Fortschritt, der sieht ja hässlich aus. E281. Okay, der passt an einen E514. Lass mich nochmal gucken. Ganz ruhig, Maispflücker. Mais, das würde passen, also... E514. An den hier. Gut. Mieten. Mieten. Das war jetzt echt wieder... Das war ja wieder typisch, oder? Typisch. Da haben wir irgendwo jetzt 18 Minuten lang rumverplempert mit hin und her und schlag mich tot. Einen Haufen Geld ausgeben, alles wie Katz. So, da hatte ich ja schon mal Probleme auf der Krebach mit dem Kollegen hier. Ich hoffe, das passt soweit alles. Ansonsten haben wir nämlich in der nächsten Folge gleich das nächste Problem. Ich teste ihn erstmal noch, bevor wir hier vom Hof fahren, ja. Gekauft wie gesehen und solche Späße. Okay, das würde schon mal gut aussehen. Soweit, so gut. Also ab aufs Feld. Keine Zeit verlieren. Freunde, in dem Sinn, es tut mir leid. Heute ist es absolut chaotisch gewesen. Drückt mir die Daumen, dass es wenigstens mit dem Kollegen hier funktioniert auf dem Feld. In dem Sinn bedanke ich mich für eure ganzen Dislikes. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, sofern ihr noch Bock habt. Macht's gut. Bis dann. Euer Yogi. Ciao.